Liebe Freunde von Regina Pazis, am 18. Mai würde der große Papst Johannes Paul II. 100 Jahre alt werden. Und ich lade uns ein, eine Novene zu diesem Geburtstag zu beten, mit den Anliegen, die jeder Einzelne von euch hat. Mein Vorschlag ist, dass wir jeden Tag einen Abschnitt miteinander betrachten. Für diejenigen, die aber ein gemeinsames Gebet sprechen möchten, bete ich jetzt heute dieses Gebet, was wir euch dann auch zukommen lassen. Der Leib, und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistliche und Göttliche. Er wurde geschaffen, um das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnis in die sichtbare Wirklichkeit der Welt zu übertragen und so Zeichen dieses Geheimnisses zu sein. So schreibt Papst Johannes Paul II. In der Theologie des Leibes. Wir dürfen hier die Reliquie von Blut vom heiligen Papst Johannes Paul verehren und beten. O heiliger Johannes Paul II., gewähre uns deinen Segen vom Fenster des Himmels. Segne die Kirche, die du geliebt hast, der du gedient und die du geführt hast, die du mutig durch die Welt geleitet hast, um Jesus zu allem und alle zu Jesus zu bringen. Segne die jungen Menschen, die deine große Passion waren. Hilf ihnen, wieder zu träumen. Hilf ihnen, wieder hoch hinaufzuschauen, um das Licht zu finden, das hier auf Erden die Lebenswege erleuchtet. Segne die Familien, segne jede einzelne Familie. Du hast gewarnt vor den Angriffen des Satans auf diesen wertvollen und unersetzlichen göttlichen Funken, den Gott auf Erden entzündet hat. Heiliger Papst Johannes Paul II., beschütze mit deinem Gebet die Familie und jedes Leben, das in der Familie erblüht. In vollem Vertrauen auf die unendliche Barmherzigkeit Gottes und auf die mütterliche Fürsprache Mariens hast du uns gezeigt, dass die Heiligkeit das notwendige Maß des gewöhnlichen christlichen Lebens und der Weg zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. O heiliger Johannes Paul II., vom himmlischen Fenster aus, wo wir dich neben Maria sehen, sende den Segen Gottes auf uns alle herab. Amen. Heiliger Johannes Paul, bitte für uns.